Herzlich willkommen zu einem weiteren Review für das Swiss Airsoft Center. Diesmal habe ich etwas ganz Spezielles für euch. Die WE G39C Gas Blowback. Und natürlich ist es eine G36, aber keine Lizenz, also G39C. Es ist sehr heiß erwartet von vielen. Ich habe sie schon mal rausgepackt. Das ist eigentlich eine simple Kartonschachtel, die man es reingepackt hat. Und hier wäre das Manual vollständig auf Chinesisch und Englisch gehalten. Und ist eigentlich ganz klar, wie man es benutzt. Die Bilder sind sehr detailliert und größtenteils sind es nur Bilder, wie ihr seht. Und natürlich die Explosionszeichnung mit den Teilen. Hier auch noch wieder die Bilder dazu. Auf der Rückseite sind wie immer die Warnhinweise. Hier wäre die Waffe selbst. Das Magazin ist hier. Das Magazin ist, glaube ich, soweit ich weiß, ich habe es nämlich nirgends gesehen, ist, glaube ich, ein 30 Low Cap. Das Spezielle an diesem Magazin ist, dass es eine neue Technik beinhaltet von WE, nämlich ein Mehrkammern-System. Also das Gas wird in verschiedene Kammern gespeichert, sodass der Gasverlust extrem tief gehalten werden kann. Das heißt, ihr werdet vom ersten bis zum letzten Schuss die genau gleiche Geschwindigkeit haben des Schusses. Die Geschwindigkeit liegt bei ungefähr 350 FPS und muss sagen, ist noch recht anständig, kann man so gut halten. Kommen wir noch kurz zur Waffe. Wie immer bei einem G36 der Skeleton Stock, der natürlich immer faltbar ist. Und der Feuerwahlschalter. Das einzige, was ich nicht, also mir persönlich gefällt das nicht, dass das mitten auf dem Body so ist. WG39, das Kaliber 5,56x45 ist ja okay, oder? Und die Seriennummer auch, aber ansonsten hat es mir nicht so gefallen. Die Visiereinrichtung kann man auf zwei Distanzen, also auf zwei Sachen haben. Einmal einen Ring oder ein offenes Visier. Die Top Rail ist natürlich vollständig da. Der Charging Handle kann auch benutzt werden. Der funktioniert einmal frei auf beide Seiten. Und das Visier ist ein üblichen G36 Visier. Weiter geht's mit den Rails. Wir haben hier drei Rails für zum Beispiel Frontgrip, Taschenlampe und ja, sonstiges Accessoire. Hier wäre doch der Flashhider. Sieht sehr cool aus. Alles in allem eine sehr schöne Waffe. Hier seht ihr noch die Waffe selbst. Das Hubbub liegt auch hier, also hier drin. Und ja, das wäre eigentlich das Wichtigste dazu. Ich zeige euch gleich noch, wie man sie auseinandernehmen kann, vollständig. Und auch einige Hilfsmittel. Also, das Auseinandernehmen funktioniert wie bei der echten Waffe. Also es sind überall Pins, die man rausziehen muss. Und am besten ist, hier unten zu Löcher, da könnt ihr sie versorgen und ihr verliert sie nicht. Hier haben wir das Magwell. Dann kommt als nächstes die ganze Trigger Group hier auseinander. Und dann könnt ihr bereits hinten aufmachen. Und hier geht's weiter. Ihr müsst diesen Teil hier runterdrücken und nach außen ziehen. Sehen? Hier kommt die Spring raus
Und natürlich kann man auch den Bolt rausnehmen. Und wie ihr seht, sehen die Teile eigentlich genau gleich aus wie bei einer echten G39. Und natürlich kann man noch den Handguard entfernen. Der wird auch durch einen Pin an Ort und Stelle gehalten. Und jetzt habt ihr es eigentlich vollständig auseinandergenommen. Man kann natürlich noch weiter, aber so weit kann man die Waffe auseinandernehmen, ohne ein Werkzeug in die Hand zu nehmen. Und zusammen geht das natürlich wieder in der gleichen Reihenfolge. Dann habt ihr natürlich die Pins. So, und als nächstes machen wir am besten die Triggergruppe rein, öffnen wir wieder den Stock und lassen eins nach dem anderen rein, nämlich zuerst das hier, dann die Feder. Ihr seht, und das wäre es eigentlich schon. Schwierig ist es nicht. Das habe ich ja bereits gesagt. Und dann könnt ihr noch die Trigger Group einsetzen. Die braucht ein wenig Gefühl. So nämlich. Und dann noch das Magwell. So, dann kommen noch die letzten zwei Pins rein. Auf beiden Seiten natürlich. Und wenn die Pins hin und wieder klemmen, sie ein bisschen. Aber schlussendlich gehen sie immer rein. Dann natürlich kontrollieren, ob alles noch funktioniert. Funktioniert einwandfrei. Der Bolt Release liegt natürlich hier im Trigger Guard rein. Gut, das wäre es eigentlich. Ich werde natürlich noch ein paar Schüsse damit machen. Und hier wäre noch die G36. Auch gleich in Full Auto, weil ich nicht das ganze Magazin gefüllt habe. Gut, das war's schon. Die Waffe ist erhältlich beim Swiss Airsoft Center unter der WE G39C. Ruft sie an, geht vorbei, wie ihr das am besten machen wollt. Die Internetseite steht wie immer am Ende des Videos und in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist doch eine coole Waffe, muss ich sagen. Sie gefällt mir. Richtig coolen Rückstoß. Und ja, das wär's. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Review.